bin heute für euch auf der XS Carnight abgezogen. Fast zu meinem Lenkrad. Was findet ihr auf der XS Carnight am geilsten? Dich. Kauft ihr einen Benz. Echt geile Felgen. Wildschweine schießen. Blau macht blau. Bäuerchen? Den habe ich dann auf RS4 umgebaut. Eigentlich liebt Jesus mich. Ihr seid jetzt in meinem YouTube-Video drin. Hallöchen, ihr süßen Zuckerpuppen, und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es wieder mit ordentlich PS zur Sache. Wir sind, beziehungsweise ich bin heute für euch auf der XS Carnight im Olympiastadion in Berlin. Und ich bin froh, dass ich mich nicht in der Schlange anstellen muss, denn, Freunde, VIPs gehen einfach durch. So, das machen wir jetzt. Der Mann im Cappy, der gerade schwer beschäftigt ist, das ist der Orhan. Dank ihm durfte ich heute ohne anzustehen rein. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal als erstes zu seinem Prachtstück. Das Prachtstück wird gerade fotografiert. Darf ich dir kurz den Orhan entführen? Vielen Dank. Orhan, ja, erzähl mal was. Wie heißt deine Firma, was macht ihr genau und warum sieht dein Auto so gut aus? Weil ich kann. Nein, Spaß. Werkzeug Streetwear, wir machen Klamotten für Autofreaks, für coole Leute. Wollen wir mal zu deinem Auto? Zu meinem Auto. Ursprünglich ein Golf 6 Cabrio. Ja. Wurde von der Firma KTS Karosseriebau in Nürnberg auf Golf 7 Front und Heck umgebaut. Mit Golf 7 kenne ich mich aus. Ja, hast du jetzt auch einen, ne? Nee, der ist inzwischen weg. Jetzt habe ich den RS3. Also sind Originalteile, das heißt nicht nur einfach ranfummeln, sondern wirklich Cut, neu schweißen, alles anpassen, vorne, hinten, alles funktionstüchtig machen, Airlift. Okay, wow, das hast du auch, ja? 20 Zoll OZ, Super Turismo. Nice. TTRS Bremsanlage, ein bisschen Leder. Mir fällt gerade mehr nicht ein. Ja, ein Schmuckstück. Zeig mal deine Klamotten. Was hast du denn Schönes? So, hier ist mein Team. Hallo Team. Ja, cool. Oh, die sind ja süß. Die sind echt süß. Wenn du Mützenträger bist, kannst du gerne mitnehmen. So, abgezogen. Abgezogen. Natürlich die rosa, ne? Oh, ich habe einen großen Kopf. Ja, ich bin genauso. Da. Ja, also angefangen hat mir damals mit Scheiß drauf, ich habe neue Felgen. Scheiß drauf, ich habe neue Felgen, sehr gut. Und mittlerweile sind wir ein bisschen aggressiver geworden mit Straßenterroristen. Fuck you. Ja, sehr gut. Und heute sozusagen offizielle Einführung von so einem neuen Logo, von der Hand hier oben. Ach, das ist euer neues Logo. Da habe ich ja gleich die richtige Mütze mir rausgesucht, ne? Perfekt. Ja, sehr cool. Ansonsten ja. Habt ihr auch eine Internetseite, ja, wo man euch kaufen kann? Mach mal ein bisschen uns Werbung. Kauft nicht, aber unsere Klamotten. www.werkzeug.de, Werkzeug mit EA. Ansonsten schaut ihr unten in die Bio rein, da werde ich natürlich den Orhan und seinen Shop verlinken. Facebook, Instagram, alles vertreten. Und ja, wenn ihr Fragen habt, über Eiche oder direkt an uns wenden. Alles klar. Alles klar, dann danke ich dir auf jeden Fall und dann gehe ich mal noch eine Runde hier machen und schaue, was hier so läuft bei der Carnight. Ey, voll gut, Leute, ich fasse gerade meine Mütze an, ist mir vorher gar nicht aufgefallen, ist ja Alcantara, passt zu meinem Lenkrad. Foto machen. Okay. Hast du schon? Du bist ja schnell. Ja, perfekt, ne? Sonst hält er durch. Was findet ihr auf der XS Carnight am geilsten? Dich. Mich? Nein. Richtige Antwort, das lassen wir so stehen. So. Gibt es so ein High Five? Bei dir auch? Mario! Ja. So, dann haut mal rein, Jungs. Ah, ist mein Auto hier? Mein Auto steht draußen. Ah, schade. Also, der steht nicht drin. Welches, was hast du? RS3, MTM. Zu diesem Auto muss ich was sagen. Ich habe einen sehr treuen YouTuber, der immer meine Autovideos guckt und in jedem Autovideo drunter schreibt, kauft dir einen Benz. Pass auf, diese Szene ist nur für dich. Niemals! Also ich glaube, mit der Wheels Company werde ich mich mal ein wenig unterhalten müssen. Ich finde, die machen echt geile Felgen. Ich finde, also das habe ich vorhin schon überlegt, als ich hergekommen bin, finde ich irgendwie so bunte Felgen, so mit ein bisschen bunt in Wagenfarbe, ziemlich geil. Also, das ist die Jagdaufsicht, Freunde. Das ist, wenn ich das nächste Mal wieder zum Schützenverein in den Wald fahre, ein paar Wildschweine schießen, nehme ich mir einfach den hier. Da passt wenigstens viel Wild hinten rein. Der hat aber eine geile Pommes-Theke. Holst du dir schön ein Menü bei Meckes?
Und dann kannst du hier ganz entspannt deine Cola hinstellen, deine Pommes und deinen Burger und hast beide Hände frei. Ganz wichtig, die High Heels fürs Auto. Schlappen in jeder Form, Farbe und Größe. Wer seid ihr? Stellt euch vor. Wir sind Camper. Wir okay. Wein und Klamotten. Wein und Klamotten. Und nebenbei legen wir Autos tiefer. Komm mal zu dir rüber. Wein, Klamotten und macht legt Autos tiefer. Also wie kommt man auf diese Kombination? Ja, ganz einfach. Wir waren am Anfang eine Crew. Ja. Wir haben halt uns getroffen mit Oldtimer, mit neueren Autos. Okay. Wir waren zusammen rumgehangen und dann ging es immer so, ja, wir wollen halt eigene Klamotten machen. Und jetzt seit letztem Jahr machen wir Wein. Wein. Und Autos legt ihr auch noch tiefer? Ja, das ist halt so unser Hobby nebenbei. Ach so. Also wir verbreiten die Klamotten und den Wein quasi über die Autos. Über die Autos. Genau. Alles klar, dann darf ich bestimmt mal probieren, oder? Ja, klar. Was gibt's denn? Wir haben einen Weißwein. Ihr habt blauen Wein? Wir haben Weißwein, wir haben einen Rosé, den gibt's auch seit heute. Okay. Und das ist ein blauer Prosecco. Dann bin ich für blau. Blau? Weil, naja, blau macht blau. Oder? Keine Sorge, das macht alles blau. Aber macht alles blau? Mag. Ja, aber alleine trinken ist doof, du musst jetzt kurz anstoßen. Weil sonst sehe ich so aus wie ein Alkoholiker, weißt du? Das kommt ja dann uncool. Glaub mir, wir sind alle ein bisschen alkoholiker. Meinst du? Na dann. Prost! Ja? Ja? Da geht scheint was! Scheint zu schmecken. Nee, schmeckt ganz geil. Die Farbe ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja, aber es schmeckt nicht so nach Gummibärchen wie die meisten. Nee. Star Trek Prosecco. Ja, mein Kameramann meinte Star Trek Prosecco. Oh Gott, ich werde betrunken sein. Ja, ist auch nicht schlecht. So, okay. Betrunken YouTube-Videos drehen. Warte, ein Bäuerchen. Entschuldigung. Dann vielen Dank. Ich habe gehört, drinnen gibt es irgendwie eine Modenschau. Aber dort laufen keine geilen Alten in High Heels und Miniröcken oder Bikinis. Nein, dort gibt es eine Modenschau mit geilen Karren. Also gehen wir mal gucken. Hatte ich ja auch mal einen S4, könnt ihr in meinen alten YouTube-Videos sehen. Den habe ich dann auf RS4 umgebaut und das war für damalige Verhältnisse war das schon eine Höllenmaschine. Also wenn ich den hier so sehe, kommen alte Glücksgefühle hoch.
Aber meiner war wie der neue Audi grau. Ich hab's, glaube ich, mit grau. Ihr süßen Zuckerpuppen, ich möchte euch natürlich auch noch was auf den Weg geben. Egal, ob ihr illegale Straßenrennen fahrt, egal, ob ihr von 0 auf 100 in der Stadt beschleunigt, ob ihr Ampelrennen fahrt, ob ihr wie die Irren Slalom im Stau fahrt, egal. Jesus liebt euch trotzdem. Also eigentlich liebt Jesus mich, aber euch liebt er auch. Ihr süßen Zuckerpuppen, wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt unten in die Kommentare, was auch immer ihr schreiben wollt, und klickt euch auch mal das Video an oder klickt euch auch mal das Video an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin raus. Ciao. Ja, die bin ich. Guten Tag. Ihr seid jetzt in meinem YouTube-Video drin. Verdammt.